Guten Abend, Kollege. Du übernimmst hier die Regionalbahn 3722 nach Weidhofen an der Ybbs. Mache den Zug nun fahrbereit und lasse die Fahrgäste einsteigen. Um 16.05 Uhr ist Abfahrt. Am Ziel angekommen wirst du mit deinem Zug noch auf Abstellgleis fahren. Der Fahrplan ist eng, fahr also zügig und verschwende keine Zeit. Gute Fahrt. Damit die Ansagen funktionieren, musst du im FIS die Nummer 3722 eingeben. Ja, und damit servus und grüß euch zu einer weiteren Fahrt hier im Train Simulator auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde jetzt hier mal das Fenster schließen. Dann machen wir gleich mal die Türen auf und schauen mal, was wir denn noch aufrüsten müssen hier. Der Bügel ist schon oben. So, was noch aus hier, so wie es ausschaut. Schon machen wir mal den Führerstand ein hier. Dann den Fahrtrichtungswender nach vorne. Da will er die 3722 übernehmen. So. Da haben wir doch schon mal richtig geschildert und geschüsselt. Jetzt müssen wir schon Türsteuerung einschalten. Dann sollte das eigentlich alles schon passen hier. Der Taurus vorne links ist im Winterschläfchen. Wenn man die Tonleiter so hört, würde ich aber mal sagen, dass neben uns auch sowas ausfährt. Auch ein Railjet fährt los. Ah, unverkennbar wieder die Tonleiter. Steht auch noch ein 4744 nach St. Valentin. Ein bisschen Werbung vor der Westbahn. Ein bisschen Kunst am Bauwerk. Wenn ihr mitfahren wollt, dann dürft ihr aber ein bisschen beeilen, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Weidhofen an der Ybbs. Ich glaube, dass wir Taurus nicht mehr einhören werden. Den Railjet. Ah, schon F16. Oder 1016, ne? Was haben wir denn noch? Eine 1016. So, nicht trödeln hat es gekostet, also gleich mal aussehen mit 80. Und dann geht es gleich weiter mit 140. Okay. Langsam fort mit den 100 oben. Huh? Yes. So, und Greinsfurt, Ulmerfeldhaus, Mening, Kröllendorf, Kematen, Rosenau, Sonntagberg, Böhlerwerk, Weidhofen. Kennen Sie dann alle in Stein zum Stein? In Schofskas Express. Und der erste Anbremsversuch wird. Ich schätze mal, dass wir Greinsfurt vielleicht das halt wieder mal kurz auslassen könnten. Man weiß es nicht.
In Kürze erreichen wir Kreinsfurt. Naja, kann man gelten lassen. Station Kreinsfurt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und euch noch schön mit dem weißen Zeug bedeckt, gell? Zug nach Waidhofen an der Ips. Nächster Halt, Next Stop, Ulmerfeldhaus Mening. Tempomat nicht vergessen. Das ist schon schön zu fahren, dieses Schmuckstück, muss man sagen. Also, CityChat 40, gut. Railworks Austria Skyhook Games Modell. Fährt bei uns ab und zu hin und wieder einmal an im Bahnhof ein. Also aus Linz raufkommen, so als Regionalzug, ist so, also bunter Misch. Also normale lokbespannte Züge mit 42ern und 44ern. Dann kennen wir Talent 1. Und sogar das Schmuckstück war schon mal da. Das ist ganz selten. Was kann einmal vorkommen, dass so ein kleines City-Chatchen kommt. Gut, dann haben wir mit diesen Schneepflugtafeln. Wann denn, wenn hier ein Schneepflug fährt, der Pflug gehoben werden muss und wann er wieder gesenkt werden darf? Sieht man jetzt also bei der Brücke und hier jetzt auch wieder vom Bahnübergang. Hier muss das Ding hoch, hier darf das Ding wieder runter. In Kürze erreichen wir Ulmerfeldhaus Mening. Na, können wir einen Penny zum Einkaufen gehen? Das war wohl mal wieder nix. Station Ulmerfeldhaus Mening. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Verkürzter Ausstieg in Fahrtrichtung links. Muss man einfügen. Brauchen wir noch einen
Sprachbaustein. Zug nach Waidhofen an der Ips. Nächster Halt, Next Stop, Kröllendorf. Ja, das Häkchen ist auch noch dran. Solange ein Drehgestell im Bahnhof steht, geht's ja. Der Weg unten ist aber auch nicht geräumt hier. In Österreich wird, glaube ich, auch nur auf den Straßen Schnee geräumt. Salz gestreut wird in Österreich, glaube ich, nicht, oder? War da nicht mal was? Dann haben wir die Schneepflugtafeln, weil natürlich auf der linken Seite beim Signal auch ein Magnet im Gleis lag. Wenn dann natürlich der mit seinem Schneepflug ankommen wird und da drüber fährt, das wird A, dem Schneepflug nicht gut tun und dem Magnet wahrscheinlich genauso wenig. Wobei, das war einmal eine interessante Möglichkeit, böse Magneten zu entfernen. Ja. Mit der Schneefräse, fupp und weg ist er. Ja, schon zu Hause von der Arbeit, guck an. Oder die Hausfrau kocht schon. In Kürze erreichen wir Kröllendorf. Diesmal Ausstieg, Fahrtrichtung rechts. Station Kröllendorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und dann ist ein Volk. Nein, es ist Octavia. Alter Octavia. Und Opel Corsa. Nein, es ist Corsa nicht. Was sind denn? Hannes Astras. Reinhold? Das Gelbe kenne ich gerade so nicht. Oh. Kunst am Werk. Kunst am Bauwerk. Zug nach Waidhofen an der Ips. Nächster Halt, Next Stop. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Und diesen Niveauunterschiedchen zwischen Triebfahrzeugführer und Triebwagen. Nur schnell mal ein BÜ drüber, bevor der Zug kommt und das Ding zugeht, gell? Ja, jetzt ist aber Schluss hier mit drüberfahren, gell? Jetzt komm ich zuerst.
Schienenverkehr hat Vorrang. Mal gut mit diesen 5 km/h Abstufungen. Ist ja gut. In Kürze erreichen wir Helm-Kematzen. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Müssen wir mal den Zug tiefer legen. Bordfahrwerk erbauen. Ein K&W-Gewindefahrwerk. Station Helm-Kematzen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Der Eddie Stobbart. Ist das wieder Jennifer Allison? Ja. China Shipping. China Shipping. Das Audi. Jo. Und zwar Q-Modell. Mit dem Auto hat Audi einen Kuh gelandet. Oh, der war schlecht. Ja, ein paar Reiskorn. Tenden. Zug nach Waldhofen an der Ips. Nächster Halt, next stop, Rosenau. So, Rosenau, nein, das ist noch nicht im, bei Böhlerwerk, oder? Zwischen Böhlerwerk und, na, vor Böhlerwerk. Vor Böhlerwerk ist, glaube ich, die Schutzstrecke. Hm. Etwas, ah, stopp. Nee, nicht so schnell. Nicht so schnell. So, tatsächlich ein Tempomat vergessen. Ein bisschen aufholen. In Kürze erreichen wir Rosenau. Was haben wir denn da für Werbung? Was hat man denn da für eine Werbung dranhängen? Ich glaube nicht, dass man mir beim. Doch, wir haben auch Fahrgastansicht. Station Rosenau. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das war doch hier, oder? Qualitätsprodukte bei Bosch Car Service Filter.
Werbung für Luftfilter. Zug nach Waldhofen an der Ips. Nächster Halt, next stop, Sonntagberg. Die werden bei uns aber auch immer weniger. Also diese ganzen freien Autowerkstätten und diese Bosch-Werkstätten nur früher. Kleinen Reifling muss ich sagen, ist eine sehr schöne Freeway-Strecke. Macht Spaß zu fahren. Aber jetzt nur so eine kleine, eingleisige, elektrifizierte Nebenstrecke ist, aber hat doch Charme. Gut gemacht. Vor allem hat die Nebenstrecke, wenn man sagt, nochmal eine Nebenbahn, das ist ja nur dazu zu erwähnen, haben wir auch schon alles gefahren. Gibt es ja von meinem Danglage eine Aufgabe. Grüße nach Wien gehen raus. In Kürze erreichen wir Sonntagberg. Hier wird gehalten an allen Tagen außer sonntags. Station Sonntagberg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ach du, nix. Zug nach Waldhofen an der Ips. Nächster Halt, next stop, Döhlerwerk an der Ips. So, jetzt brauche ich noch mal Licht, damit ich auch den Schalter finde. Da. Hm. Genau, da ist die Schutzstrecke. Was denn das Bügelchen davon ist? In Kürze erreichen wir Böhlerwerk an der Ips. Wir hoffen, dass wir auch hier stehen bleiben. Hier wohnt er, glaube ich, in der Nähe irgendwo sogar der Erbauer dieser Strecke. Oh.
Station? Böhlerwerk an der Ips. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Landwirtschaftshelfer im Fendt und im Pöttinger Ladewagen hinten dran. Bereit zur Feldarbeit. Zug nach Waidhofen an der Ips. Nächster Halt, next stop. Waidhofen an der Ips. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Genau. Na, LKW wollte. Die Abstellung muss mir auch noch, gell? In Kürze erreichen wir Waidhofen an der Ips. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Die ist so nett. Sie können auch gleich wieder zurückfahren. Nee, der ist schon weg. Da haben sie den Zug verpasst. Mir liegt's nicht, ich bin pünktlich. Station Waidhofen an der Ips. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Mitreisen ist es dann nur noch möglich bis zum... Hallo, junge Dame, aussteigen. So, das Gesteins nicht da. Korschowskas Express. Mit Gleissperre sogar. Können wir einen Zug einsperren? Siefer. Naja, gut. Nicht schimpfen. Da kann man den Zug einsperren, guck mal.
Ja, eine kurze, schöne Fahrt hier auf Amstetten-Kleinreifling. Aufgabe ist, wie immer, in der Videobeschreibung verlinkt. Erstellt wurde sie vom User Xons aus dem Railsim-Forum. Ich verabschiede mich von euch. Hoffe, die Fahrt hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos, also Livestreams, hoffentlich bald wieder auf meinem Kanal. Wir haben es gut gemacht. Der Dienst ist hier zu Ende. Und in diesem Sinn sage ich, pfiat euch, der Maverick.